Hi und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Mathe Tipps, deinem Kanal für Mathe, Mathe Quiz und vieles mehr. Im heutigen Mathe Quiz geht es um das Thema diskrete Mathematik. Kannst du dieses Mathe Quiz lösen? Wie viele verschiedene Permutationen gibt es von den Buchstaben des Wortes Algebra, wenn alle Buchstaben verwendet werden? Ist das A 720, B 2980, C 5040 oder D 2520? Probier doch gerne einmal, bevor wir gleich zur Auflösung und dem Rechenweg kommen, dieses Mathe-Quiz, diese Aufgabe eigenständig zu lösen. Schaffst du es, diese Aufgabe zu lösen? Darüber hinaus würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen, wenn dir dieses Video gefällt. Und falls du in Zukunft keines meiner weiteren Mathe-Videos, Shorts und täglichen Mathe-Quiz in der Community verpassen möchtest, dann würde ich mich sehr über ein Abo von dir freuen. Bevor wir also jetzt auf die nächste Seite kommen, noch gerne eine kurze Erklärung, was denn überhaupt Permutation bedeutet. In der Mathematik ist die Permutation eine Anordnung, Reihenfolge von Elementen einer Menge. Was heißt das jetzt konkret? Dazu gehen wir einmal auf die nächste Seite und schreiben einmal den Begriff Algebra auf. Die Frage ist jetzt natürlich, wie wir denn schnell und einfach an das Ergebnis kommen. Das zeige ich euch jetzt. Algebra. Ihr müsst nämlich als erstes die Gesamtanzahl der Buchstaben zählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben 7 Buchstaben. Und als nächstes, ganz, ganz wichtig, wie viele Buchstaben wiederholen sich denn? In dem Fall haben wir das A genau zweimal, also 2 Wiederholungen. Und dann haben wir schon das Wichtigste erfasst. Jetzt brauchen wir nur noch die Formel zur Berechnung der Anzahl der Permutationen. Die Formel lautet wie folgt. Die sieht etwas abstrakt aus, aber das kann ich gerne erklären. Wir haben einmal ein N-Fakultät. Dann haben wir K1-Fakultät mal K2-Fakultät, Punkt, 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 KR-Fakultät. Ich verlängere noch einmal den Bruchstrich. Das N steht für die Gesamtzahl der Buchstaben und das K mit dem I, also K1, K2 und so weiter, für die Wiederholung. Von Buchstaben. Das kriege ich hier noch auf die Seite, dass wir einfach nochmal alles beisammen haben. Das heißt also, wir haben ja die Gesamtanzahl der Buchstaben von 7, also 7 Fakultät und Wiederholung A kommt zweimal vor. Also haben wir eine Rechnung von 7 Fakultät geteilt durch 2 Fakultät. Jetzt ist natürlich die Frage an dieser Stelle, was war denn nochmal Fakultät? Das ist super einfach. 7 Fakultät heißt nichts anderes wie 1 mal 2 mal 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 geteilt durch 1 mal 2. Und jetzt können wir hier an dieser Stelle einmal 1 kürzen und 2 kürzen, müssen nur noch rechnen 3 mal 4 mal 5 mal 6 mal 7 und das gibt dann gleich ein Ergebnis von, das quetsche ich hier auch noch hin, 2520. Und somit haben wir wirklich sehr, sehr schnell und einfach dieses Mathe-Quiz gelöst. Wenn wir jetzt also auf die nächste Seite gehen, dann sehen wir, dass Antwortmöglichkeit D richtig ist. 2520 verschiedene Permutationen des Wortes Algebra, wenn alle Buchstaben verwendet werden. Das ist quasi nochmal die Theorie dahinter. Ich hoffe, dass dir dieses Mathe-Quiz, dieses Video gefallen hat. Falls du Themen, Wünsche oder Fragen hast, nutze bitte die Kommentarfunktion. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.